Ich will euch von Vanessa Blank erzählen. Die Vanessa ist eine YouTuberin aus Bayern. Ihr Kanal Vanessa Blank, Buschkraft und Abenteuer, ja, der hat so ungefähr 150.000 Subscriber. Und ihr englischsprachiger Kanal, der heißt Wild Woman Buschkraft, der hat sogar 190.000 Subscriber. Respekt. Vanessa, die macht originalen Content über die Themen Survival und Prepping. Und dabei deckt die wirklich ein riesenbreites Feld ab. Wirklich vom Feuermachen bis hin zu Produkttests ist da alles dabei. Ich kenne die Vanessa. Ja, wir haben auch einige inhaltliche Überschneidungen. Waffen gehören natürlich auch zum Thema Prepping und auch zu meinem Kanal. Da geht es alles um Waffen. Aber immerhin übernachtet die Vanessa teilweise auch längere Zeit ganz allein in der Wildnis. Und da finde ich es super verständlich, dass sie nicht wehrlos sein möchte. Naja, und deshalb haben wir in den letzten Jahren auch ein paar Videos zusammen gedreht. Ich darf sagen, dass die Vanessa mittlerweile eine richtig gute Freundin von uns ist. Ja, die Vanessa, das ist eine unglaublich tüchtige junge Frau. Die hat ihre YouTube-Kanäle ganz allein aufgebaut und die betreibt sie auch weiterhin allein. Und zwar während sie ihre drei Kinder großzieht. Vanessas Videos, die ernähren die ganze Familie und sie arbeitet wirklich, wirklich hart. Ja, und was es nicht leichter macht, ist ihre chronische Erkrankung. Und die hat sie vor einiger Zeit auch öffentlich gemacht. Das musste sie so machen, weil der starke Gewichtsverlust, der war wirklich nicht mehr zu übersehen. Ja, die Vanessa, die liebt das Prepping und die Outdoor-Aktivitäten. Sie mag auch legale Waffen, was ihr Recht ist und was uns beide, die Vanessa und mich, verbindet. Sie ist bestimmt keine Schwurblerin und in keiner, aber auch in wirklich keiner Weise eine Rechte oder sogar eine Reichsbürgerin. Ja, und das hat sie auch jüngst nochmal ganz eindeutig klargestellt. Ich habe euch das Video unten verlinkt. Das ist einfach nur eine sehr intelligente, mutige, fleißige und darüber hinaus enorm sympathische Person. Ich kann wirklich nur Gutes über sie sagen. Mit dem Mädel könnte man Pferde stehlen. Ja, wenn das legal wäre, denn Vanessa hält sich immer an die Gesetze. Ist also nichts mit Gäulen klauen. Ja, und dann will ich euch von Marcel erzählen. Ja, der nennt sich Stayy. Habe ich das richtig ausgesprochen? Ja, und der macht sogenannte Rant-Videos. Das sind so Aufreger-Clips. Ja, meistens Reactions auf andere YouTuber oder Persönlichkeiten, die man kennt. Ja, angeblich ist er in die Schweiz gezogen, wegen der Landesmedienanstalten hier. Glaube ich aber nicht. Ich vermute, dass er das einfach nur behauptet und eigentlich immer noch im Keller von Mami und Daddy sitzt. Den ganz eigenen originären Content, den macht der nicht. Der macht auch keine positiven Berichte. Nee, bei Marcel geht's nur um Dinge, die er schlecht findet und die er dann wutschnaubend anprangert. Waffen mag der Marcel überhaupt nicht. Nein, kein bisschen. Deshalb findet er Waffen-YouTuber allgemein schlimm und ich bin in seinen Augen der allerböseste Waffennarr überhaupt. Mein Geschäftsmodell, das ist für ihn absolut inakzeptabel, egal ob das nun legal ist oder nicht. Ja, aber Marcel, der hasst nicht nur mich, sondern der hasst wirklich viele Leute und er prangert diese in seinen Videos dann an. Der lebt gewissermaßen parasitär von andersdenkenden Creatern, obwohl man Parasit ja heute nicht mal mehr zu einer Stechmücke sagen darf, sonst fordert der Marcel seine Community wahrscheinlich sofort zum Canceln auf. Das ist schließlich Nazi-Speak. Naja, kurz gesagt, Marcel lebt davon, andere Menschen mit Dreck zu bewerfen. Das findet er offensichtlich viel akzeptabler als meine Videos über legale Waffen. Ja, über so eine ethische Einstellung, da kann ich mich allerdings nur wundern. Naja, jedenfalls hat er schon etliche Aufreger-Videos über mich, meine Erfindung und meine Produkte gemacht. Die findet er besonders schlimm. Bloß leider sind sie legal, so wie alles, was ich mache. Er ruft dann laut nach Verfassungsschutz. Ja, obwohl ich unsere Verfassung eigentlich ganz in Ordnung finde und die Vanessa auch übrigens. Ja, der Staatsschutz, das ist eine Abteilung bei der Polizei, der ist aufgrund der vielen Beschwerden von Marcels FanboyInnen, oder wie sagt man das jetzt richtig, auch schon mal bei mir gewesen. Und die haben dann so eine sogenannte Gefährderansprache gemacht. Da man aber dann schnell zur Erkenntnis gekommen ist, dass ich einfach nur ein Geschäftsmann bin. Genauer gesagt, ein erfolgreicher Waffenhändler mit behördlicher Erlaubnis, mit Fachkundeprüfung und mit bravourbestandener Durchleuchtung. Ja, da hat sich der zuständige Polizist bei mir förmlich entschuldigt und damit war die Sache für uns beide dann auch erledigt. Ich habe euch mein abschließendes Schreiben an ihn aber auch nochmal verlinkt, anonymisiert natürlich, wenn es euch interessiert.
Ja, ich bedanke mich dann jedenfalls immer bei Marcel, wenn er mal wieder über mich herzieht. Ja, immerhin bringt mir das Reichweite. Für mich gibt's keine schlechte Publicity. Ja, aber nun hat der Marcel die Vanessa gewissermaßen in Sippenhaft genommen. Ja, wer mit mir gemeinsame Sache macht, der gehört für ihn ebenfalls zum Feindeslager. Und seine Feinde, die will der Marcel gecancelt sehen. Toleranz, das ist eben nicht so seins. Der Hintergrund war, dass die Vanessa zusammen mit Survival Lily zum Format 7 versus Wild, oder heißt das 7 versus Wild? Ich weiß es nicht, eingeladen wurde. Was? Jemand, der anders denkt als Marcel, der darf in seinen Augen zu gar nichts mehr eingeladen werden, außer vielleicht zum Verhör beim Verfassungsschutz. Ja, also prangert Marcel Vanessa an. Dabei regt er sich nicht nur über ihre Kooperation mit meiner Wenigkeit auf, könnte ich ja noch verstehen, sondern er stellt sie auf das widerlichste Weise in das rechte Lager. Er bezeichnet sie als Schwurblerin, schon im Titel steht das so, und unterstellt ihr eine Nähe zu den Reichsbürgern. Ja, daraufhin haben etliche Medien diese Story aufgegriffen, natürlich ohne Vanessa eine Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. Ja, das war's dann wohl mit ihrem Auftritt in der Show. Und mit Sponsoren, da wird's auch schwierig ab jetzt. Denn mit Nazis, da will niemand was zu tun haben. Die Umkehr der Beweislast, ja, die ist längst Realität in der Öffentlichkeit. Das ist eine Katastrophe für die arme Vanessa. So, und deshalb jetzt zum unangenehmen Teil. Meine glasklare Ansage an Marcel, aka Stay. Hör mal, du kannst von mir aus den ganzen Tag über mich und meine Videos herziehen. Gerne doch. Ich bin sowas wie der Uruk-Hai unter den YouTubern. Meine Schultern sind breit und meine Haut ist dick. Arbeite dich an mir ab, so viel du willst. Aber, mein Freund, lass die Vanessa in Ruhe. Was du da machst, das ist Hate Speech reinsten Wassers. Wahrscheinlich ist das sogar illegal, aber ganz sicher ethisch unterste Schublade. Das ist eine echt obermiese Tour. Du gefährdest hier die Existenz einer jungen Familie mit deinen haltlosen, niederträchtigen Diffamierungen. Du sitzt da in deinem Keller und bewirfst hart arbeitende, ehrliche Menschen mit Schmutz. Das macht man nicht. Jedenfalls nicht, wenn man auch nur einen Funken Anstand und Ehrgefühl aufweisen kann. Schämen solltest du dich, und zwar so richtig. Aber Freund, eins kann ich dir versprechen. Die Vanessa, die wirst du nicht ruinieren mit deinem Gift. Ich werde mich um sie und ihre Familie kümmern. Ich werde das mit Rat, Tat und auch finanziell machen, wenn's denn sein muss. So, sorry dafür. Jetzt kann ich wieder normal reden. Was könnt ihr denn jetzt tun, um der Vanessa zu helfen? Naja, abonniert doch einfach ihren Kanal, wenn ihr das nicht schon gemacht habt. Das lohnt sich. Und lasst ihr ein Like da, wenn euch die Videos gefallen. Der Link, der ist unten. Ihr könnt auch natürlich Marcells übles Hate-Video anschauen, wenn ihr es denn ertragen könnt. Ja, ob ihr ihm dann ein Like oder Dislike da lassen wollt, das ist euch überlassen. Man kann Videos übrigens auch melden, wenn man der Meinung ist, dass es sich um Hate Speech handelt. Aber urteilt selbst. Tja, so, das war mein kleiner Beitrag zum Thema Marcel versus alle Andersdenkenden. Ich hoffe, ich habe euch damit nicht gelangweilt, denn immerhin ist in diesem Video kein einziger Schuss gefallen, jedenfalls nicht physisch. Danke und bye bye.